so gern ein Producer, elegant, ein Mann von Welt. Ich wär so gern ein Producer, der allen Menschen gut gefällt. Ich wär so gern ein Producer. Das denkt sich der Buchhalter Leo Blum. Denn das Leben als Produzent von Broadway-Shows stellt er sich glamourös und aufregend vor. Dass das Produzentendasein wenig mit Glamour zu tun hat, sondern fast nur aus aufregenden Stressmomenten besteht, das lernt er, als er sich mit dem Produzenten Max Bialystock zusammentut, um sich eine Menge Geld durch einen Flop zu ergaunern. In erster Linie ist es eine Showbusiness-Parodie, eine ganz böse. Es zeigt, wie korrupt das Unterhaltungsbusiness wird, wenn die, die es betreiben, nichts anderes als Geld im Sinn haben. Das ist mal das Allerwichtigste. Also wie die Qualität darunter leidet oder nichtig wird, wenn es nur noch ums Geld geht. Mit dem eingebauten heiklen Tabuthema der Nazi-Parodie, so ziemlich das Geschmackloseste, was man sich eigentlich vorstellen kann, was aber Absicht ist, auch von den Produzenten, die ja einen Flop provozieren wollen, des Geldes wegen. Geschrieben und als Film und Musical produziert, wurde es von dem amerikanischen Komiker und Schauspieler Mel Brooks. Wie man es von ihm gewohnt ist, sitzen die Pointen auf dem Punkt, die Texte sind mal gerade heraus, mal doppelbödig und alles in der typischen Mel Brooks-Qualität. Für ihn war es wichtig, dieses Thema durch Satire darzustellen, um die Abgründe lachend deutlich zu unterstreichen. Ich finde, es ist eine ganz wichtige Möglichkeit. Das liegt allein schon mal daran, dass es Menschen gibt, zu denen zähle ich mich, die haben dieses Naturell. Das ist deren Natur, mit solchen Dingen auf eine humoristische Weise umzugehen. Und dann ist Satire, finde ich, die angemessene Form. Denn die reicht ja vom Veralbern und Veräppeln bis hin zum an den Pranger stellen. Und das ist das, was hier mit den Neonazis, mit der rechten Bewegung passiert, was mit dem Showbusiness in seiner schlechtesten Form passiert. Und Mel Brooks sagt, ich habe jedes Recht als jemand, der dieses Genre bedient, das zu durchleuchten und zu zeigen, was daran krankt. Den erhobenen Zeigefinger wird man hier nicht finden, denn Mel Brooks ist bei jedem Thema die Unterhaltung am wichtigsten, was nicht bedeutet, dass es nicht eine ernsthafte Substanz haben darf. Mit Slapstick und einer enorm physischen Komik widmet er sich diesem Stoff, um dem einstigen Diktator seine Macht zu nehmen und ihn als Witzfigur zu präsentieren. Für Mel Brooks ist das seine Art, mit Faschismus umzugehen. Ähnlich genial, wie es Chaplin auch einmal getan hat. Warum geht's nicht still?